Gefühl mit RGD erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Hat heute einfach die Regionalmannschaft gewonnen. Ja, ich denke, es war ein schwieriges Spiel. Tasmania hat es sehr gut gemacht, haben unbekümmert gespielt, hätten vielleicht den Sieg jetzt auch verdient gehabt, aber es ist ein Finale, nur eine Mannschaft kann gewinnen. Das 1-0 kam uns kurz vor der Halbzeit entgegen. In der zweiten Halbzeit haben wir das eigentlich gut gemacht, bis zu dieser halt für mich falschen Fehlentscheidung zum Elfmeter. Und dann wurde es natürlich knapp, ist ein Pokalfight. Letztendlich haben wir den bestanden. Du warst ständiger Motor deiner Mannschaft, hast deine Mannschaft auf jeden Fall immer wieder nach vorne gepeitscht. Letztendlich bist du dann aber unglücklich vom Platz gegangen. Wie hast du selber die Situation gesehen? Ja, es tut mir natürlich leid, auch für die ganzen Fans und so weiter, dass man da halt so unrühmlich das Pokalspiel für mich persönlich beendet. Ich habe ja auch die letzten 2-3 Minuten draußen gezittert, aber das sind halt die Emotionen. Es ist natürlich unglücklich, wenn man es halt vor der Auswechselbank des Gegners und vor dem Linienrichter macht, so ein Foul. Es war einfach halt Emotionen, die sind falsch gewesen. Ich bin älterer Spieler, darf das eigentlich nicht machen. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Hab die Mannschaft auch alleine gelassen. Wenn dann ein 2-2 fällt, macht man sich natürlich größere Gedanken. Gott sei Dank ist es nochmal gut gegangen und jetzt feiern wir einfach. Wir freuen uns. Ja, der Preis des Sieges ist jetzt nicht nur der Pokal, sondern auch die erste Runde des DFB-Pokals. Eintracht Frankfurt steht fest. Wie sehr freust du dich auf diese Mannschaft? Ja, natürlich freut man sich. Man hat einen Erstligisten bekommen. Wir hatten halt das Glück, was ungewöhnlich ist, dass wir letzte Woche Sonntag schon wussten, gegen wen wir spielen. Ist ein Erstligist gewesen. Ich denke, ein attraktiver Gegner. Wir haben jetzt genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Jetzt müssen wir erstmal die ganze Saison sacken lassen, den Pokalsieg feiern, das dann auch nochmal sacken lassen. Dann bereiten wir uns natürlich im Juli super auf Eintracht Frankfurt vor. Super, danke dir, Ümit.